sind da! Wir sind da nicht was an! Abseits! Sacker Zettel! Nein! Ja! Mann! Da! Schön gemacht, schön abgelegt. Alles. Weiter, Jungs! Weiter! Ralf, Glückwunsch zum 3-2. Lange stand es 2-0 und sah gar nicht so gut aus. Dann nochmal das Spiel rumgerissen, das 2-2 gemacht. Jetzt am Schluss 3-2 gewonnen. Wie fühlst du dich? Ja, also ich fühle mich absolut erleichtert, muss ich wirklich sagen. Dass wir dann im 2-0 Rückstand und einer schweren Verletzung wieder zurückgekommen sind, zeichnet uns aus und auch noch eine rote Karte. Das heißt, wir haben sehr, sehr lange Zeit nur mit 10 Mann gespielt und haben einen 0-2 in einen 3-2-Sieg umgemünzt. Also Respekt vor der Mannschaft und das freut mich ganz besonders, dass wir das hier noch gepackt haben wieder. Ja. Zwischenbilanz, wir haben jetzt 14 Spiele von 30 Spielen gespielt, sind Spitzenreiter mit einem großen Abstand, zumindest 4 Punkte. Wir haben, oder jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt sind, aber hättest du das gedacht, als wir in die Saison gestartet haben? Ja, dass wir gut sind, das weiß ich ja, das ist ja so, aber dass wir jetzt im Moment da stehen, ich hätte mir eher gedacht, wir sind auf Platz 2 und sind in Lauerstellung, jetzt gehen wir vorne weg und das wollen wir jetzt natürlich auch wieder, oder das wollen wir auf jeden Fall beibehalten. Besteht denn jetzt die Gefahr, dass man so langsam in die Hochnäsigkeit verfällt und sich denkt, jetzt kann uns gar nichts mehr aufhalten, jetzt ist ja sowieso egal, wie wir spielen, wir packen das sowieso? Nee, also das dürfen wir auf keinen Fall, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt. Im Moment sind wir trainingstechnisch nicht ganz auf der Höhe. Das heißt, wir haben viele, viele Schichtarbeiter da, viele Leute auch verletzt. Das heißt, wir krebsen hier von Woche zu Woche zum nächsten Spiel. Und heute hat die Mannschaft aber gezeigt, dass wenn es darauf ankommt, dass sie da ist. Das muss man ganz klar sagen. Aber ohne Training geht es nicht. Das heißt, das werden wir in den nächsten Wochen nochmal forcieren. Und wir haben noch zwei Spiele jetzt, zwei schwere Spiele in diesem Jahr noch. Und die müssen wir auch noch gewinnen, um zumindest schon mal Herbstmeister zu sein, auch wenn das nichts bringt oder so, aber nichts gibt, aber ja. Jetzt ist Bassik heute leider verletzt abgeholt worden vom Krankenwagen. Was macht das mit dem Team? Sagt man jetzt erst recht, wir müssen für Bassik zusammenhalten oder wie übt sich das auf das Spiel aus? Ja, das hat die Mannschaft heute eindrucksvoll gezeigt. Wir haben für den Bassik gespielt mit der Verletzung. Ich fahre jetzt ins Krankenhaus, guck mal, was mit dem los ist und dann muss man weiter gucken. Aber die Mannschaft hat für ihn gespielt, sage ich ganz klar. Und das ist auch das, was wir in der Halbzeitpause gesagt haben beim 0-2-Rückstand. Wir spielen jetzt das Spiel für den Bassik und gute Besserung auf diesem Weg auf jeden Fall. Nochmal, ja. Super, dann feier dich mit den Jungs in der Kabine und Glückwunsch. Ja, danke schön und bis demnächst mal wieder. Ciao. Hi Jule, Glückwunsch zum 3-2. Du bist für den verletzten Bassik reingekommen. Wie fühlst du dich jetzt nach dem grandiosen Sieg noch? Ja, es wäre natürlich besser gewesen, wenn ich nicht ins kalte Wasser geworfen werden würde, weil die Verletzung von Bassik war natürlich ein schwerer Schlag. Und erstmal alles gute Besserung an den Bassik, alles Gute, dass er schnellstmöglich wieder fit wird. Ich mag ihn gerne und ist natürlich schade fürs Team, dass er jetzt nicht mehr dabei ist. Ja, wie ist das Gefühl im Team jetzt? Du hast ja jetzt lange Zeit gespielt, du warst beim Training wahrscheinlich auch dabei. Jetzt habt ihr 14 Spiele von 30 gespielt, seid auf dem ersten Platz. Wie geht's weiter? Ja, wir sind Erster, wir wollen Erster bleiben und ich hoffe, dass wir am Ende sagen können, wir sind verdient aufgestiegen, nicht so wie letzte Saison, als sie uns da in den letzten Spielen auch selber noch versaut haben. Deshalb müssen wir weiter hart arbeiten, trainieren und dann wird das auch klappen. Wie ist die Stimmung im Team generell? Es war jetzt natürlich wieder ein harter Schlag, die erste Halbzeit 2-0 hinten angeführt, Adnan mit Rot runtergeflogen. Wie schätzt du die Stimmung im Team selber ein? Ja, das kommt auf dem Spiel meistens immer ein bisschen verkehrt drüber, wie es eigentlich wirklich ist. Wir Jungs, wir mögen uns alle, wir haben gar keine Probleme miteinander, aber auf dem Spielfeld dann kochen die Emotionen meistens ein bisschen zu sehr hoch. Da fliegt auch einer schon mal runter, was natürlich vollkommen verkehrt ist, weiß er selber und deshalb will ich dem Team da an der Teamchemie auch nichts festmachen. Deshalb, dem Team ist alles super, alles okay. Ich mag das Team. Ja. Super, dann lass dich feiern, geh schon duschen. Danke. Ja, Dwight, Glückwunsch. Hast das Spiel noch umgedreht mit dem 2-2. Wie fühlst du dich? Ja, gut.
Also ich habe selber nicht mehr dran geglaubt nach dem 2-0, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann fliegt der Adnan noch mit Gelb-Rot runter. Wir haben auch heute kein gutes Spiel gemacht. Die waren auch immer wieder gefährlich, aber man darf das auch nicht überschätzen. Die haben uns jetzt nicht irgendwie an die Wand gespielt oder so. Wir haben schon unser Spiel gemacht. Aber die hatten natürlich auch genau die Waffen, die uns so ein bisschen wehtun. Die zwei Schnellen auf den Außen, dann der Schnelle vorne drin. Das kannst du halt mit 120 Jahren in der Verteidigung nicht unbedingt immer verteidigen. Aber das zeigt auch, was wir für eine Mentalität in der Mannschaft haben, dass da alles intakt ist, dass wir nie aufhören, auch wenn wir uns ankacken. Und jetzt 3-2 zurückzukommen nach so einem Spiel, finde ich überragend. Du selber hast ja nach dem 2-2 oft gesagt, du kannst nicht mehr und du willst nicht mehr. Wie kriegt man deine Motivation, doch wieder reinzubeißen und weiterzumachen? Ja, weil man die Jungs sieht und weil man für die Jungs gehen muss. Das war jetzt eine Situation mit dem Dirk. Wir haben ja öfter mal so unseren Disput, wenn wir dann an der Seitenauslinie sind. Ich habe gerade 4 Sprints über 70 Meter gefühlt gemacht. Da muss man auch mal ein bisschen Pause machen. Hat natürlich recht, dass ich dann mich besser hinten ausruhe. Aber die Emotionen in so einem Spiel, wenn man dann noch das 2-2 macht und man will noch auf das 3-2, weil das wären ganz wichtige Punkte gewesen, die wir verloren hätten. Aber dann musst du dich halt wieder rausziehen in der nächsten Situation. Und wie der Dirk schon richtig sagt, wenn man Luft zum Schreien hat, dann hat man auch Luft zum Laufen. Jetzt bist du ja jemand, der das Team immer weiter vorantreibt. Du bist der ganz klar auf dem Spielplatz viel schreit, der viel motiviert, der viele Tipps gibt. Wie siehst du die Mannschaft als Motivationsträger? Wie willst du die Mannschaft weiter voranbringen, dass es jetzt auch so bleibt? Ich versuche einfach das zu machen, was ich immer mache. Also ich versuche die Jungs zu coachen. Ich bin Nummer 30, die anderen sind vielleicht ein bisschen jünger, haben nicht ganz so viel Fußball gespielt wie ich. Versuche da alles mitzugeben. Ich bin zwar natürlich auch nicht unfehlbar, das heißt, ich lasse mir auch was sagen, aber trotzdem müssen die Jungs das ein bisschen annehmen, wenn ich denen sage, da geht noch was, und wenn ich denen dann sage, macht mal das. So, und die meisten Jungs nehmen das auch an. Selbst ein Dennis Danek, unser Kapitän, der lässt sich noch ein bisschen coachen, lässt sich noch was erzählen. Und auch ein Julian, die jungen Leute, die musst du halt führen. Dafür haben wir die Alten auch dabei. Dafür sind wir eine erfahrene Mannschaft. Und dann musst du als alter Hase, wenn du mal höher gespielt hast oder eben auch lange gespielt hast, musst du da auch vorne weggehen. Ja, dann lass dich feiern, geh duschen, gönn dir ein Bierchen, gönn den Freitag. Ja, vielen Dank.